Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir wieder einen Prädikatswanderweg, und zwar den Werbelner Geschichteweg. Er ist etwa 9 Kilometer lang, und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann bleibt dran. Dieser Fluss hier, das ist die Biest. Hallo und guten Morgen. Heute ist genau das richtige Wanderwetter. Nicht zu kalt, nicht zu warm und bewölkt. Uns gefällt es so. Wie der Name des Wanderweges schon verrät, kommt man an verschiedenen Schildern vorbei und dort liest man etwas über die Geschichte von Werbeln. Auch in Werbeln gibt es etwas Gruseliges zu berichten. Es gab einmal einen sogenannten Hans Mohr, das war ein Kannibale, der hat im Jahre 1652 und darum jede Menge Menschen erschlagen und gefuttert. Das fand er total lecker anscheinend. Wir sind diesen Weg am Tag der Deutschen Einheit gelaufen. Was habt ihr an diesem Tag denn so gemacht? Der Weg bietet jetzt nicht wirklich Highlights, aber der Weg hat sehr viele schmale Pfade. Und das lieben wir. Auch ein Wanderer hat mal Durst. So sieht Marco aus, wenn er Durst hat. Ziemlich Durst. Langsam kommen wir wieder zum Ende unserer Tour. Die Tour bietet jetzt nicht viele Highlights, aber sie lässt sich gut gehen. Denn die erste Hälfte hatte dieser Weg sehr viele Pfade und die zweite Hälfte eben breiterer Weg. Aber es lässt sich sehr gut laufen und es ist definitiv für Anfänger geeignet. Man braucht keine Trittsicherheit. Ich wünsche euch morgen einen schönen vierten Advent und ab übermorgen ein frohes Weihnachtsfest. Ich bedanke mich wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch kein kostenloses Abo dagelassen habt, einfach ein Abo dalassen. Vielen, vielen Dank.
Der Weg bietet jetzt nicht wirklich. So, bevor es wohl gleich anfängt zu regnen, wünsche ich. Ich wünsche euch jetzt schon für morgen einen schönen vierten Advent und schöne. Ich wünsche euch morgen einen schönen vierten. Ich bedanke mich wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen nach oben.